Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Heute basteln wir eine Weihnachtskarte. Ich zeige euch die Entstehung von einer, aber wie ihr seht, habe ich daraus gleich zwei gemacht. Gleiches Design, nur etwas andere Farben. Ich habe zuerst meinen großen Hebelschneider rausgeholt, um den Kartenrolling zuzuschneiden. Dafür verwende ich heute Craftpapier vom Action und schneide das oder kürze es auf 21 cm. Falze das Ganze bei 10,4 cm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das nicht so wirklich A4, obwohl A4 dran steht. Und deswegen passen wir uns das Ganze an. Und ja, dann ist die Falz 10,4 cm und nicht 10,5, wie es normalerweise sein sollte. Aber diese 1 mm, denke ich mal, ist nicht schlimm. Das Ganze natürlich mit dem Falzbeil nachprägen. Ich habe hier auch schon einen fertigen Hintergrund genommen, der halt als Aufleger dienen sollte. Der ist schon gemattet und geklebt, gewischt und natürlich auch genäht. Und habe hier ein Stück Vellum der längeren Seite nach gerissen. Das ist halt DIN A4 bei mir. Und damit es halt als Banderole fast drumherum gehen kann. Transparentpapier ist ja immer so schwer zu kleben und ich möchte halt einfach nur auf der Rückseite das Ganze mit dieser Film festkleben. Hier habe ich eine Prägeplatte von Action. Die dient eigentlich für eine quadratische Karte mit einem Fenster. Aber ich habe hier halt nur den unteren Bereich genommen, zweimal quasi versetzt geprägt. Und so, dass die ganze Karte bei mir auch bedeckt ist. Hier ist ein Reststück Designpapier in Holzoptik und ein Urstempel von Magnolia. Dieser ist bei mir nicht montiert, deswegen verwende ich halt in dem Fall einfach ein bisschen Tesafilm und das reicht eigentlich dafür auch aus. Ich möchte das Ganze weiß embossen und habe jetzt den Untergrund vorher vorbereitet mit dem antistatischen Kissen und stempel hier zweimal mit dem Versafine, mit dem Watermark Stempelkissen. Jetzt brauche ich natürlich einen Untergrund, mein weißes Embossingpulver. Ich habe jetzt ein neues. Ich habe von Wow das extra feine. Da die Stellen in der Mitte, die waren ein bisschen, ja, da war so ein Blob, den wollte ich nicht haben. Den habe ich mit einem Pinsel fein weggewischt. Wichtig ist, der Pinsel muss natürlich trocken sein. Und jetzt noch das Ganze mit dem Heißföhn erhitzen und prägen. Beziehungsweise ihr seht, dass die Farbe ändert sich, es wird ein bisschen glossiger und ja, ganz nett. Ich habe einen Kreis-Die ausgesucht, das halt drumrum passt, etwas größer ist als der Stempel und kurbel das einmal durch meine Stanz- und Prägemaschine. Dieser Kreis ist mit doppelt Nahtkante oder ja, ist halt etwas, ich sag mal, interessanter fürs Auge. Hier habe ich dann auch eine passende Mattung für diesen Kreis. Das ist auch wieder Craftpapier. Ich habe das einmal durchgekurbelt. Das hat auch so einen etwas interessanten Rand, so ein bisschen gerissen, Vintage. So, jetzt geht es weiter mit dem Embossen. Ich habe jetzt den Stempel sauber gemacht und abmontiert. Und jetzt möchte ich meinen Spruch benutzen, den möchte ich auch gerne embossen. Hier packe ich übrigens den Stempel direkt weg, damit ich den nicht verliere oder auf meinem Tisch irgendwo durcheinander habe. Ich habe mich für den Spruchstempel von Depot entschieden. Das ist so ein altes Set, das hatte ich mal vor Jahren gekauft. Und mir gefällt halt dieses filigrane, geschnörkelte Schrift Merry Christmas und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut. Und verwende halt das gleiche Craftpapier, was ich vorhin schon zum Stanzen benutzt habe. Da braucht man auch nicht viel für den Spruch, also da reicht wirklich ein Reststück. Da wir mit dem Embossen durch sind, alles wieder weg, in den Container zurück und zuschrauben. Mit dem Heißfüllen natürlich das Ganze erhitzen und ich habe hier von Gina K. Designs, ich glaube Label Dies heißen die. Nein, Sentiment Strip Dies. Ich weiß, dass es von anderen Firmen auch sowas ähnliches gibt. Es, vielleicht habt ihr auch einfach, ja, je nachdem welchen Spruch ihr benutzt, einfach eine Banderole, ein Fleck oder irgendwas, was quasi, wo das Motiv bzw. in dem Fall der Spruch reinpasst. Hiervor habe ich von Action eine Stanze.
So das Ziffernblatt ist das. Und von Magnolia habe ich Uhrzeiger. Die habe ich jetzt nebeneinander montiert. Ich bin etwas aus dem Bild raus. Fixiere das Ganze mit dem lila Tape und kurbel das einmal durch. Wie ihr seht, verwende ich hier Gold. Das ist ein Umschlag gewesen. Ist so ein mattes Gold. Ich bin ja ehrlich gesagt kein Goldfan, aber manche Farbtöne, damit kann ich mich arrangieren. Da war auch wieder nur so ein Reststück. Das habe ich halt einmal durchgekurbelt. Ihr müsst bedenken, ein Umschlag ist natürlich wirklich sehr dünn. Das heißt, zum Gestalten von Karten ist das immer so ein bisschen schwierig. Also habe ich mich entschieden, wie auch auf der anderen Karte, das Ganze noch zu verstärken. Und dafür stanze ich einfach aus meinen Aquarellpapierresten die gleichen Elemente dreimal zusätzlich. Das heißt, das Ziffernblatt dreimal, die Zeiger jeweils dreimal. Und werde sie dann halt auch später zusammenkleben. Das heißt, die erste Schicht ist dann dieses wunderschöne Gold. Und die anderen drei sind dann gestaffelt übereinander geklebt. Einfach mehrere Schichten Aquarellpapier. Das ist mit Abstand das stärkste Papier, was ich habe. Das stanzt halt wirklich super. Und wenn ihr Probleme habt mit euren Dies, liegt das ja oft wirklich am Papier. Also ich habe auch gewisses Glitzerpapier. Da kann ich halt auch nicht stanzen. Ich kriege die gestanzten Elemente gar nicht mehr rausgedrückt. Aber aus Aquarellpapier lässt sich so ziemlich alles machen. Das ist auch so ein Ding hier mit den Dies. Also ich kann euch auch nur empfehlen, die lieber nacheinander zu stanzen, nicht zusammen. Ich habe dann beim Rausdrücken der Zwischenräume festgestellt, dass da irgendwie alles nicht so hundertprozentig sauber gestanzt war. Ich habe halt am Anfang die Ziffernblätter und die Zeiger zusammengestanzt, einfach um Zeit zu sparen. Aber das Ende vom Lied war, dass ich dann hinterher mehr Arbeit hatte. Und deswegen, wenn ihr verschiedene Stanzen habt oder Stanzen von verschiedenen Anbietern, ist das wirklich sinnig, das Ganze einzeln zu stanzen, zu kurbeln. Wir sind mit den Stanzvorbereitungen soweit fertig. Hier habe ich jetzt den Hintergrund, den ich euch vorhin gezeigt habe, und ein Vintage-Stempel von Magnolia. Das hatte ich mal in einem Vintage-Kit. Das ist so ein Nikolaus mit Script drumherum und das eignet sich halt besonders für Hintergründe auch. Das muss man halt nicht hundertprozentig erkennen. Ich habe das mit Archival Ink Distress Farbe Vintage Foto gestempelt. Natürlich mit Druck. Dann das Ganze auch wieder sauber machen. Ich verwende hier einfach nur Wasser. Also der Stempel ist jetzt nicht hundertprozentig sauber, aber die meiste Farbe ist ab. Ich habe auch noch Schneeflockenstempel von Magnolia. Diese sind tatsächlich auch alle montiert. Das heißt, ich musste meinen Schaumeinleger für die Stempelhilfe rausnehmen, sonst hätte dann die Höhe halt nicht gepasst. Hier verwende ich ein Pigmentstempelkissen. Wo ist das denn? Das ist auf jeden Fall so ein schwarz glänzendes. Ich finde jetzt den Namen nicht. Ach genau, Brilliance ist das. Brilliance Lightning Black. Die natürlich auch wieder sauber machen. Ich habe die halt mehrmals gestempelt, einmal versetzt, um halt so ein bisschen, ja, den Hintergrund interessanter zu machen. Der Hintergrund ist aber an sich noch nicht fertig. Und wie ich immer sage, immer alles sauber machen, wegräumen, wo das hingehört. Das erspart euch hinterher halt beim Aufräumen einige Kopfschmerzen, weil wenn man das wirklich nicht macht, gehen viele Sachen unter oder gehen verloren. Das Motiv, was ich mir ausgesucht habe, ist so ein süßer Teddy, der eine Weihnachtsmütze bzw. eine Wintermütze und Schal trägt. Hier verwende ich wieder Aquarellpapier, auch wieder ein Reststück und das Archival Ink Vintage Foto. Ich habe das Motiv einfach in die Ecke gestempelt, weil ich wusste, ich werde es ausschneiden. Ich brauche also nicht viel Platz drumherum und versuche halt mein Papier weiterhin sparsam zu nutzen, auch wenn das schon eigentlich ein Reststück ist. Das Ganze natürlich wieder sauber machen. Ich weiß, ich wiederhole mich. So, dann sind wir mit der Stempelhilfe auch durch, glaube ich.
Stempel auch wieder wegräumen. Und hier habe ich meine Spritzbox rausgeholt und wir machen mit dem Hintergrund weiter. Ich habe von Action diese wunderschönen metallischen Aquarellfarben. Da wird halt mit Wasser das Ganze verdünnt. Ihr müsst die Farbe halt anlösen und wenn das wie bei mir gerade nicht sofort funktioniert mit dem Sprenkeln, dann liegt es oft daran, dass einfach nicht genug Wasser drauf ist. Also nochmal Wasser gesprüht, das Ganze verrührt und mit dem Pinsel wunderschöne Sprenkler im Hintergrund gesetzt. Ich habe mich so ein bisschen mittig orientiert. Das war mir irgendwie aber noch zu langweilig, also habe ich das Distress-Stempelkissen noch genommen in Braun, habe das Ganze mit Wasser angelöst und auch ein paar weitere Sprenkler, um so ein bisschen Farbabänderung zu haben, gesetzt. Für die Koloration habe ich mich diesmal für die Distress Reinka entschieden. Ich habe die ja in so einer Palette und benutze dazu halt auch immer meinen Wassertankpinsel. Ich fange hier mit Rosa an. Das ist ein ganz zaghafter Rosaton und ja, wie eigentlich immer meine Koloration gerade, ich sag mal im Bereich Aquarell, es geht nicht darum, viel Farbe oder intensive Farbe auf einmal drauf zu setzen, sondern das Ganze zu schichten. Das heißt, ihr fangt leicht an oder hell und könnt dann, wenn die Farbe halbwegs trocken ist, eine zweite Schicht drüber setzen. Oder halt, wie ich jetzt hier direkt übereinander gehe mit einem etwas, ich sag mal, Orangeton. Ihr müsst halt bedenken, wenn der Untergrund nass ist, dass die Farbe halt dann ineinander verläuft und deswegen immer so Fläche arbeiten und den Flächen zwischendurch auch Zeit geben zum Trocknen. Ansonsten zieht sich halt die Farbe ineinander. Also wenn ihr dann zu nah beieinander die Farbe auftragt und der Untergrund noch nicht getrocknet ist, das habe ich hier zum Beispiel mit der Schulter gehabt, da hat sich die Farbe Gelb aus dem Schal da direkt reingezogen. Das stört mich aber nicht, weil ich weiß, die Farbe ist halt noch nicht so intensiv, dass ich das nicht retten kann. Das wird halt hinterher mit Braun verstärkt und ich kann halt auch dieses Gelb dann ja verdecken. Mit dem Vintage-Foto habe ich jetzt den Teddy angemalt. Das Bäuchlein und die Füße bleiben ein bisschen heller und der Rest des Fells möchte ich halt dunkler und intensiver haben. Deswegen setze ich da halt mehr Schatten und arbeite mich halt ein bisschen kräftiger. Hier versuche ich die Schulter halt zu retten. Ja, es ist immer so faszinierend, einem selbst beim Kolorieren zuzugucken, wenn man weiß, wie lange man eigentlich dran sitzt und dass das im Bild immer so schön schnell funktioniert. Aber wie gesagt, das ist ja zeitlich schneller abgespult. Das heißt, ich koloriere bei weitem nicht so schnell und lasse mir halt auch viel Zeit. Da ist mir irgendwie die Kamera, glaube ich, ausgefallen. Nach einer halben Stunde geht die automatisch aus und dann habe ich ein bisschen verpasst. Aber in der Zwischenzeit ist nicht viel passiert. Ich habe wirklich nur den Braunton ein bisschen kräftiger aufgetragen, ein bisschen Schatten gesetzt. Und das ist auch immer so schwer zu beschreiben, aber ich koloriere dann nach Gefühl. Ich überlege mir zwar schon direkt, wo das Licht sitzen sollte, weil wenn das Licht von links kommt, dann ist halt der Schatten mehr auf der rechten Seite. Das heißt, der dunklere Ton ist dann weiter rechts. Aber auch, ich sag mal, einzelne Elemente setzen ja auch Schatten. Das heißt, die Schnauze von einem Teddy wirft Schatten, unter dem Schal ist Schatten. Und auch da, wo die Übergänge sind, die Falten, auch da entsteht Schatten und deswegen so Pi mal Daumen, da wo ich das für richtig erachte, setze ich halt die Farbe intensiver. Im Moment bin ich auch im braunen Bereich unterwegs. Ich habe mit dem Vintage-Foto angefangen und die dunkleren Schatten, das müsste das Walnuss, ich weiß jetzt nicht genau, wie der ganze Titel heißt, aber etwas kräftigerer, dunklerer Braunton von Vintage-Foto. Vintage-Foto ist ja was heller und Walnuss ist halt etwas dunkler. Aber in sich ist das ja so beim Aquarell, die Farben blenden ineinander. Das heißt, man hat da nicht so krasse Übergänge und ja, wenn man doch irgendwie zu viel Farbe aufgetragen hat und das gar nicht so möchte, kann man es immerhin mit Wasser noch verdünnen.
Das ist übrigens schon schwarz, das heißt, wir sind fast fertig mit der Koloration. Ich setze da noch vereinzelt halt kräftigere Schatten, sage ich mal, da wo ich das intensivieren möchte. Aber mit Schwarz gehe ich halt wirklich sehr zaghaft um in dem Fall. Also ich möchte das nicht zu dunkel haben. Und ich muss auch mich jetzt nicht um den Hintergrund kümmern oder Untergrund, weil das Motiv halt hinterher einfach nur fast an der Kontur genau ausgeschnitten wird. Ich lasse halt nur einen ganz, ganz kleinen Rand. Das ist, glaube ich, höchstens Millimeter. Hier habe ich meinen weißen Gelstift rausgekramt, meinen Fineliner und das Glossy Accent. Ich setze mir Schatten im Auge, die Pupille in schwarz und ich färbe die ganze Nase schwarz ein. Das ist ja bei Tieren so, dass da meistens die Schnauze halt am dunkelsten ist. Und für die weißen Reflexe setze ich halt weißen Gelstift und die Nase habe ich noch mit Glossy Accent überzogen. So, dann machen wir unsere Karte so langsam fertig. Hier seht ihr die übereinander geklebten, geschichteten Elemente. Ich färbe mein embosstes Ziffernblatt und auch die Mattung dafür mit dem Vintage-Foto und mit dem Blending-Tool von Action an der Seite oder an der Kante direkt ein. Habe mir halt schon das Vellum dahingelegt, wie ich das gerne haben möchte. Und habe mir gedacht, bevor ich hier was aufklebe, möchte ich schon das Ziffernblatt richtig auslegen, mir ein Loch reinmachen und die Ziffernblätter von außen fixieren. Dafür nehme ich eine Prickelunterlage, eine Prickelnadel und um das Loch zu vergrößern, pickse ich jetzt mit der Schere rein. Habe halt auch ein Brett mir ausgesucht in Gold und fixiere das Ganze auf der Rückseite. Für die Mattung habe ich dann gedacht, müsste ich das Ganze noch ein bisschen mit Abstand aufkleben. Deswegen nehme ich ein Stück Pappe. Die ist sehr, sehr dünn. Also das ist sozusagen minimaler Abstand. Aber das macht schon viel aus. Und diese Dimension ist fürs Auge einfach interessanter. Und ich meine auch, dieser Brett ist ja auch ein bisschen erhabener. Und irgendwie fand ich das jetzt besser, so zu arbeiten und so zu kleben. Ihr könnt natürlich auch direkt aufeinander kleben. Es ist dann nur halt flacher und da geht halt ein bisschen was an Dimension verloren. Das gestanzte Ziffernblatt habe ich auf die linke Seite gesetzt. Ich setze hier halt einzelne Punkte mit meinem Flüssigkleber. Das ist übrigens Techie Glue von Nelly's Choice oder Nelly's Nellen. Meine Flasche von Tonic Studios ist inzwischen aufgebraucht und ich hatte auf dem Schreibtisch halt auch die Flasche. Die habe ich mal zum Ausprobieren, zum Testen gekauft. Und ja, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, aber der Kleber funktioniert super. Also ich kann nichts Negatives sagen. Ich habe eine gestanzte Schneeflocke jetzt in die Mitte gesetzt. Das habe ich aus demselben Gold gestanzt wie die Elemente, die ich gekurbelt habe. Und hier muss ich schon überlegen, damit ich meinen Spruch vernünftig und gerade aufklebe, muss ich natürlich das Ganze schon irgendwie fixieren. Also habe ich hier das Vellum ein bisschen gekürzt und da habe ich mich auch entschieden, nochmal Pappe drunter zu setzen, weil wenn es einmal klebt, dann kann ich dann nicht mehr viel dran ändern. Und ja, wie gesagt, ich stehe auf Abstand. Und Pappe ist für mich einfach stabiler und ich setze hier auch noch ein paar Punkte unterm Ziffernblatt. Ihr wisst ja, Vellum ist transparent, das heißt, ihr könnt eigentlich nur da kleben, wo auch Elemente drüber sitzen, damit man halt den Flüssigkleber nicht sieht. Die Laschen werden halt umgeknickt und mit Tesafilm auf der Rückseite geklebt. Das weiß ja auch keiner, sieht keiner, aber es hält. Und vor allem ist das sozusagen ein verstecktes Aufkleben, das sieht keiner. Für den Untergrund habe ich mich entschieden, auch Pappe zu benutzen, habe dann in Pi mal Auge das Ganze zugeschnitten, das halt ein bisschen kleiner ist als mein Aufleger. Benutze hier starkes, doppelseitiges Klebeband von der Karen Jettenmeier. Ich habe so eine Hassliebe Beziehung zu diesem doppelseitigen Klebeband. Es ist super klebend, das ja, aber wenn es einmal klebt, dann kriegt ihr das Ganze nicht vom Untergrund ab.
Deswegen behelfe ich mir halt auch hier mit dem Flüssigkleber einerseits, um ein bisschen die Möglichkeit zu haben, das bewegen zu können, weil es nicht sofort ansetzt. Und andererseits, weil der Flüssigkleber, wenn er einmal durchgetrocknet ist, richtig super haftet und ja, nicht mehr sich ablöst. Kannst du natürlich andrücken. Und da wir schon quasi mit dem Untergrund soweit fertig sind und da nichts mehr drauf kommt, kein Schleifenband oder irgendwas, was ich noch verstecken müsste, kann ich das schon direkt auf den Kartenrolling aufkleben. Hier habe ich mich entschieden, einfach nur mit dem Flüssigkleber zu arbeiten. Ja, das ist eine glatte Oberfläche und das lässt sich meistens auch super kleben. Ein bisschen andrücken natürlich. Ich behelfe mir mit dem Teelineal, damit ich mir sicher sein kann, dass ich den Spruch auch gerade aufklebe, weil mein Augenmaß ist auch nicht immer hundertprozentig. Das setze ich halt mit etwas gleichem Abstand links und rechts auf das Ziffernblatt. Hier habe ich eine Schneeflocke, genau, das zeige ich euch, die Stanza und die Schneeflocken Dye von Magnolia. Das habe ich in der Mitte halbiert und ja, so ein bisschen versteckt aufgeklebt. Auch hier arbeite ich wieder mit Flüssigkleber. Der größere gestanzte Schnee, die, oder die größere gestanzte Schneeflocke ist ja schon aufgeklebt in der Mitte. So, die zweite Hälfte wird auch so ein bisschen versteckt aufgesetzt. Und dann heißt es jetzt eigentlich noch die kleinen Schneeflocken verteilen. Da reicht auch oft wirklich so ein kleines Pückchen an Kleber. Und dann habe ich mich entschieden, mir fehlt noch eine, ich möchte gerne noch eine mehr haben. Also habe ich schnell eine gestanzt und etwas versteckt hier unten gesetzt. Ja, ich habe den ja, Teddy ausgeschnitten. Das war natürlich nicht vor der Kamera. Ich wollte euch halt auch nicht zu lange aufhalten. Es ist manchmal auch schwierig. Die Videos sind relativ lang und wenn ich überlege, das war jetzt nur die eine Karte. Ich habe ja vorher schon eine mit Silber gemacht und deswegen wusste ich halt auch, wo ich was platziere, weil die Karte fertig quasi bei mir an der Seite lag. Die Überlegung und Entstehung von der ersten Karte, ich glaube, das hat schon ein bisschen länger gedauert. Von Action habe ich Schmucksteine, die sind so ein bisschen geprägt. Die habe ich jetzt in die Schneeflocken, in die kleinen draufgesetzt und für den Rest habe ich mich entschieden, von Nuvo meine inzwischen ausgehärteten Drops zu benutzen. Nuvo Crystal Drops Mustard Gold ist das. Ich habe euch ja mal im Video gezeigt, wie ich das handhabe. Und ja, wenn sie einmal ausgehärtet sind, kann man mit dem Skalpell die mit Vorsicht anlösen und da setzen. Also mit Flüssigkleber aufkleben, wo man sie braucht. Und man ist halt, man läuft nicht Gefahr, dass man ja die Flasche fa falsch ansetzt, quetscht und dann irgendwie statt eine Halbperle einen Blob da hat oder dass die beim Aushärten aus Versehen doch platt gedrückt werden. So habt ihr wirklich dann hinterher die Wahl und könnt euch sagen oder könnt die euch auspicken, die euch am besten gefallen. Und wenn dann ein, zwei Schwund sind, ist das nicht so tragisch, weil da habt ihr mindestens eure Arbeit, die in die Karte gesteckt worden ist, ja, nicht umsonst. Ich war mir nicht sicher, ob das Glossy Essence auf der Nase des Teddys schon durchgehärtet ist, also habe ich den jetzt mit Vorsicht auf mein Stempelkissen gesetzt, mit Pappe hier ein bisschen verstärkt. Das möchte ich halt so direkt auch aufkleben auf die Karte. Halt auch wieder so ein bisschen Abstand. Natürlich andrücken, die Nase auslassen. Jetzt natürlich Kleber wieder aufsetzen, weil muss ja von beiden Seiten kleben. Und dann den fertig kolorierten Teddy auf die Karte platzieren. Ja, und da sind wir schon durch. Hier ist auch die zweite Karte. Da habe ich halt mit Glitzerpapier gearbeitet. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich eher so der kalte Typ. Die Silbervariante gefällt mir persönlich etwas besser, aber auch mit Gold kann ich mich inzwischen sehr abfinden. Ich hoffe, euch hat die Karte gefallen und ihr möchtet sie vielleicht sogar nachbasteln. Das wäre natürlich super.
Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.